zusammen. Mich stört gleich ein Haar. Ja, ich grüße euch ganz herzlich und teile euch mit. Heute ist, eigentlich ist heute Dienstag, 18.12. Und ich bin die Monika von Momas Wollwelt. Erzähle euch ein bisschen was, was die letzte Woche war und ich teile euch jetzt mit. Jetzt ist der dritte Advent. Ich entschleunige euer Leben. Nein, Spaß. Ich wollte am Sonntagvormittag aufnehmen, es ging aber nicht. Das liegt einfach daran, ich war am Samstag im Stadion, Laurenz durfte kommen. Unser Nachbar war noch mit und es war wirklich toll. Laurenz hat das Glück gehabt, sein Onkel war da noch. Er ist zufällig hergefahren und konnte ihn mitnehmen. Und dann waren wir da im Stadion und laufen hinterher am Stadion vorbei. Und der Laurenz sagt noch, boah, guck mal, die Lounge da oben, die ist voll beleuchtet. Das wäre auch mal cool, da ein Spiel. Ja, und als wir sind dann zusammen noch essen gegangen, völlig lecker, war echt schön. Und wir waren so in so einer Jubelstimmung, weil der VfB gewonnen hat, aber nicht nur das, er hat das Spiel gedreht. Und dann haben wir im Lokal, der Laurenz und ich saßen nebeneinander, noch übers Handy Sportschau anguckt und sehen zum Schluss in der Sportschau schwarz-weiße VfB-Fahnen, also dieses Farbbild in schwarz-weiß, und da stand nur noch was von großer Trauer. Laurenz sagt noch, Monika, da ist was passiert. Ich hab im Handy geschaut und dann haben wir gelesen, dass der Vater von unserem Kapitän Christian Gentner am Ende vom Spiel gestorben ist. Die ganze Familie dann eben in der Lounge oben war, die wir von außen beleuchtet gesehen haben. Und das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht, sehr nachdenklich. Und da konnte ich dann am Sonntagvormittag kein Video aufnehmen. Sonntagmittag war Stricktreff. Wir waren zu fünft. Das war so eine ganz nette, ruhige Runde. Es war schon so, also ja, es ist einfach so die Stimmung etwas, wie eng einfach Leid und Freude und Leid zusammenhängt. Und ich bin einfach sehr auch in Gedanken bei so Familien, die so kurz vor Weihnachten ihre Angehörige verlieren, wo jetzt noch in der Woche vor Weihnachten Beerdigung ist. Und ich weiß selber, wie das ist, die Eltern zu verlieren. Aber wenn man das dann noch kurz vor Weihnachten hat, also das, ja, und dann so unerwartet, das tut mir einfach schon auch leid. Also da merke ich das, ja, genau. Deshalb erst heute. Ich habe euch das Adventsangebot heute nicht zum Zeigen da. Also wenn ich es zeigen würde, müsste ich es euch so zeigen. Ihr habt es vielleicht schon entdeckt, es gibt schon 1, 2, 3, die das im Shop entdeckt haben. Es gibt jetzt zum dritten Advent das Angebot, den Bobbel für die Nonna zu bestellen. Das sind vierfädig, 1500 Meter, also 400 Gramm. Die gibt es zum einen in Uni für 26 Euro. Der ganze Knäuel, also eine ganze Jacke für 26 Euro. Dann gibt es es für im Farbverlauf für 28 Euro. Und es gibt einen im Mixfaden, ich zeige euch nachher gleich noch ein Beispiel. Ein Beispiel. Da kostet er 39,60 Euro. Den dürft ihr euch bestellen, wie gesagt, ohne Mehrwertsteuer. Schlagt zu, macht mich kaputt. Ihr dürft es, ich gucke, dass ich es wegwickel kriege. Ich sag mal so, alle, die bis zum 29. bestellen, 29.12., kriegt auf jeden Fall bis zum 5.1. ihren Bobbel, wenn wir anstricken. Ich sag nachher noch was zu Nonna. Und dann gibt es halt fertige Sachen. Unglaublich, aber wahr. Und zwar, wie fange ich an? Ich habe die letzte 3 Wochen ganz fleißig am Wanderling gestrickt. Gestrickt, gestrickt, gestrickt. Und mir ging es da so, wie es jetzt der Elli gerade geht mit ihrem Sipilla. Man strickt und strickt und strickt im Ring rum und denkt, man kommt nicht vom Fleck. Ich habe dann beim Kunkelwochenende noch meinen Wanderling anzogen und habe gemerkt, es fehlt nur noch so viel. Und habe natürlich dann voll motiviert weiter gestrickt. Und jetzt muss ich gucken, auf Insta habe ich es gezeigt. Ich glaube, mein lieber Mann hat das restliche Böbele entsorgt. Es war wirklich dann nur noch so ein Böbele auf dem Wollwickler. So lang habe ich weiter gestrickt. Und dann war klar, es ist ein Stopp. Man darf ihn nicht fertig machen, sondern erst am Samstag.
Ich war völlig verzweifelt. Und was mache ich aus Verzweiflung? Aus Verzweiflung habe ich dann den zweiten Socken fertig gestrickt. Ja, man muss schon sehr verzweifelt sein. Also ich habe wirklich in einem Tag, anderthalb Tag, habe ich den dann fertig gestrickt. Ja, ich war einfach so motiviert, weil der Wanderling, es war klar, das sind dann nur noch 5 freie Bündle oder was. Und es hat mich so gefreut. Ja, und ich habe den zweiten Socken für den Glamann fertig gestrickt. Und der sich hier gerade übrigens auf dem Sockenbrett befindet von, also 46, 47, das ist das Sockenbrett von Johannes. Ich habe am Samstag beim Stricktreff habe ich den Bobbel abgewickelt. Was ganz schön mühevoll war, Johannes. Und was gemein war, das war nicht nur einmal längs und quer, sondern das war zweimal oder dreimal längs und viermal quer oder ganz, ganz oft. Also, ich habe ihn abgewickelt. Vielen Dank, große Wolle war es. Und lustig war, die Beate hat einen Pulli in der großen Wolle und das reicht ihr für Handstulpen und dann hat sie ihn, den Bobbel gleich gekriegt, so vom Christkind zu Weihnachten. Ja, und auf den Sockenbretter von Johannes habe ich jetzt den Socken drauf. Das ist eine Regia Perfect. Und was bei dieser Regia Perfect toll ist, es war beschrieben, dass wenn hier das Braun wieder kommt, soll man sofort die Bumerangferse machen. Das ist ein relativ großes Bündchen. Und beim German ist es so, da mache ich auch die großen Socken mit 16 Maschen. Obwohl ich fest stricke, also ich stricke ja mit Dreier meine Socken. Aber der hat relativ schmale, lange Füße. Und dann passt es super mit 16 Maschen. Was ihr seht hier, immer so dieses 3 rechts, 1 links. Das ist einfach, weil das dann hier so ein bisschen... Also elastisch ist einfach auch. Und das ist dann hier auf dem auf dem Reihe vorne. Und auf der Sohle ist es glatt. Ja, so. Dann mache ich diese, ich glaube, die heißt Sternchenspitze. Und das sieht dann oben so aus. Zieh das zusammen, fahre nochmal mit dem Faden durch die letzte 8 Masche und vernähe den Faden in und gut ist. So, und eben der zweite, die sind fertig. Das heißt, Laurenze kommt am Samstag zum Fußball und ich glaube, dann bleibt er über Nacht und am Sonntag fahre ich hin, weil ich da ja noch meine ganz uralte Tante habe, die... besuche ich dann auch nochmal vor Weihnachten in Ellwanger und dann, genau, dann bringt das Christkind einfach nur so Schächtele mit ein paar nette Sachen drin und unter anderem kriegt der German seine Socke. Ja, könnten wir mal echt überlegen, ob ich ihm nächstes Jahr so ein Jahresprojekt mache, dass ich pro Monat ein paar Socken stricke. Das ist für mich eigentlich kein Problem, weil am Wochenende sind Socken gestrickt. Ich zeige euch gleich warum. Ich war wieder crazy gestern. Ja, und dass ich so ein Projekt mache, so ein paar Socken jeden Monat für den German. Das könnte ich mir mal überlegen. Und dann, also ich gebe es zu, es gibt noch Fäden. Aber fertig! Er ist fertig gestrickt. Die Fäden sind noch nicht vernäht und ich muss noch eine kleine Schönheitskorrektur machen. Und zwar, ich blende euch hier ein Bild ein. Auf dem Bild seht ihr die Beate und mich. Ich gucke, dass ich es von vorne und von hinten mache. Und wenn man uns von hinten sieht, dann sieht man, dass die Ausschnitte bei uns unterschiedlich sind. Und es hat dann schon jemand nachgefragt, warum sind die Unterschnitte, die Ausschnitte so unterschiedlich. Ich habe ja keine Finkhof genommen, sondern ich habe Farbverlaufsgarn genommen. Und das ist jetzt auch zum Beispiel dieses melierte Farbverlaufsgarn, das dann hier mal wildert. Ihr seht es hier.
Ansonsten gesprenkelt. Hier zieht es auch Bahnen. Hier sieht man es Bahnen ziehen. Am Rücken. Seht ihr das? Das ist schon irre. Ja, wärmt auch die Ohren. Dieses melierte Garn ist einfach toll. Auch wie das da hinten zusammenzieht im Rücken und ist zu hell. So ist es genau richtig. Genau. Also das ist dieses melierte Garn. Und das ist halt, dadurch, dass da Baumwolle mit drin ist, ist der sehr, das seht ihr auch in den Fotos, so anschmiegsam. Heißt natürlich auch, er hat da oben keinen so einen Stand und rutscht hier so. Und genau das will ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir überlegt, wie löse ich dieses Problem? Und habe es so gelöst. Mal gucken, ob man das so sieht. Ich habe hier oben einfach eine Reihe Kettmaschen rumgehäkelt. Ich habe den Pulli mit einer 4 gestrickt und ich habe die Kettmaschen mit einer 3 gehäkelt. Dadurch ist der jetzt einfach sehr schön am Hals, was ich absolut genial finde. Das Einzige, was jetzt noch ist, der Kragen schlappert. Jetzt habe ich den Kragen ja so angeschlagen wie meine Socken und ich werde jetzt genau dadurch noch so einen Faden, also so diesen Faden durchziehen. Das sieht man dann nachher auch nicht. Werde den links und rechts, also hier ist eh noch so ein Faden übrig vom Anschlag, damit werde ich es verknoten und hinten vernähen. Das wird man nachher nicht sehen. Ihr seht, es ist hier oben dehnbar und das zieht sich dann nur so ein bisschen zusammen und dadurch ist der Kragen anliegend. Ich schaue mal, dass ich den nächste Woche anziehe. Wenn ich am Sonntag das Video mache, und da mache ich es ganz sicher am Sonntag, dann ziehe ich den an und drehe mich dann um, dann könnt ihr das sehen, bind die Haare hoch, dann könnt ihr das sehen. Er ist total, ja, kuschelig wäre was anderes. Also kuschelig finde ich jetzt das falsche Wort, weil es ist jetzt nicht irgendwas mit Merino. Aber der ist sehr anschmiegsam, leicht. Der hat jetzt nur 400 Gramm, wenn ich den jetzt mit Finkhof gestrickt hätte, hätte ich mehr gehabt. Er hat auch einen tollen Fall. Also der hat keinen Stand, so wie Finkhof. Der hat einen tollen Fall. Es ist ein total krasser Unterschied. Mir kann die zwei Pullis nicht vergleichen, der Beate, ihren und mein. Ja, okay, wenn ihr die Bilder gesehen habt. Schaut doppelt so viel wie Beate. Also da mache ich mir gerade immer Witze drüber. Weil sie halt einfach so eine kleine, schmächtige Person ist und ich jetzt ein bisschen größer und halt alles andere als schmächtig. Haben wir schon gesagt, das Hobby ist echt teuer bei mir, weil ich brauche immer doppelt so viel Wolle wie sie. Wir machen da echt gut unsere Witze drüber, von daher. Aber es ist absolut nicht zu vergleichen und sind beide total toll. Also ich habe den Finkhof auch, wenngleich sie dann schon gesagt hat, oh, ich habe ihn schon gewaschen, aber ihr wisst, was ich meine. Es passiert halt mit dem nicht. Der ist wirklich null kratzig. Ist natürlich auch für Menschen, die jetzt keine Schafwolle tragen können, ist der echt auch toll. Kann es euch nur ans Herz legen. Es ist total tolles Material und der kann halt auch geschwind, wenn es passiert, in die Waschmaschine fliegen. Auch da kein Problem. Ja, fertig gestrickt. Ich habe mir überlegt und ich bin nicht drauf gekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Doch, ich weiß es. Jetzt fällt mir es ein. Ich habe mir im Frühjahr, als ich nach Borkum gefahren bin im März, habe ich mir dieses ärmellose Wäschle, Petra Neumann, ihr erinnert euch, gestrickt. Aber so ein Pulli mit Ärmel. In die letzten 4-5 Jahre sicher nicht. Habe ich mir nicht gestrickt. Hat aber auch was mit zu tun, dass ich ja einfach so mit meiner Breite auch nicht so ganz gut klarkomme. Das ist entstanden durch meine kaputte Schilddrüse und ja, das ist so ein bisschen leider von mir. Und
Das ist mein erster Pullover seit vielen Jahren und der erste in dieser Größe, die ich jetzt habe. Und ich muss sagen, ich bin froh und da muss ich echt danke der Kunkelstube, der Anja, sagen, dass sie den Wanderling als Kunkelkalk gemacht hat und ich den Mut gehabt habe, da mitzustricken, weil ja, ich bin froh, dass ich mir wieder ein Kleidungsstück gestrickt habe. Das ist seit langem nicht mehr passiert. Genau. Jetzt kommt der Schwenk zum kleinen Drama. Nach zwei fertigen Sachen schwenken wir zum kleinen Drama. Und wenn ich euch das kleine Drama zeige, dann findet den Fehler. Genau. Findet den Fehler. Der Fehler ist, es sind keine Nadeln mehr drin. Das ist die Like a Cloud von Jorge Locatelli. Die Annika hat die fertig und die hat dann erzählt, dass die einfach wächst. Und dann habe ich die Annika schon angeschrieben und hat gefragt, nur in die Länge oder auch in die Breite. Und sie hat dann gemeint, ja, eigentlich eher so in die Länge. Und dann habe ich durch Karin, von Karin Strickereien, schon auch den Ehrgeiz jetzt gehabt, die fertig zu machen oder dass das als nächstes Projekt fertig wird. Und ich bin dann am Sonntag beim Stricktreff reingeschlüpft. Und dann war klar, sie würde hier vorne einfach hier so und ich hätte keine Chance, einfach auch mal so zu machen. Und dann war mal kurz die Überlegung, will ich das oder will ich das nicht? Also was mir schon aufgefallen ist, dass der Ärmel mit 88 Masche, wie angegeben, mir viel zu eng war. Deshalb habe ich 108. Und schon das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, aber vielleicht nicht. Also vielleicht hätte ich nachdenken sollen und dass es mich nicht nur nachdenklich macht, sondern dass ich nachdenke. Egal. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Ich habe es noch nicht aufgetrennt. Was natürlich ungeschickt ist, wenn da noch ein Bobbel dran hängt. Ja, es liegt jetzt einfach mal so. Alles auf Anfang. Ich bin jetzt mit meiner Leige Cloud genau so weit. Ich habe es genauso gemacht wie bei der anderen, diesen Magic, also so das angeschlagen wie beim Nubem. Und habe dann am Sonntagabend noch ein paar Reihen vor mich hingestrickt. Traurig, echt. Sind so mehrere Themen, also dass ich einfach so. Aber es ist jetzt auch, ne? Also bei mir hätte der Ärmel 50 cm sein müssen und in der Anleitung 45. Finde den Fehler. Der Fehler ist, dass mein Ärmel 5 cm hätte länger sein müssen, weil es hier 5 cm weniger runterhängt. Aber wenn es da weniger runterhängt, ist es halt insgesamt zu schmal. Traurige Tatsache, aber ja. Ich schmeiße es jetzt nicht in die Ecke. Ich werde die Karin nicht mehr einholen, aber. Ja, es ist jetzt einfach, wie es ist. Ich wollte ja über Weihnachten was anderes anschlagen, habe mich da auch schon mächtig drauf gefreut. Mache ich wahrscheinlich nicht, sondern ich werde jetzt einfach die Jacke stricken über Weihnachten und mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe jetzt Urlaub bis zum 6. Jo. Also das, sowas merke ich, das schlucke ich schon immer. Wenn ich dann halt nicht nach Anleitung stricken kann oder es halt wieder zu schmal ist. Und ja, wer mich kennt und weiß, was ich esse, dann fragt man sich echt. Und also das ist was, wo ich einfach dran knapper. Ich kriege jetzt diese Schilddrüse-Medikamente und jeder Arzt sagt mir, sind sie froh, dass sie im letzten halben Jahr nicht 30 Kilo zugenommen haben. Weil das wohl am Anfang bei der Einstellung oft passiert. Ja, schön, dass er mir das so sagt, aber ich habe halt auch kein Gramm abgenommen. Und das war eigentlich meine Hoffnung. Aber jetzt wollen wir nicht unzufrieden sein und nicht rumlamentieren. Leben geht weiter. Ich hoffe, dass ich da in meinem Leben noch was, dass ich es noch erlebe, dass sich da was tut. Ja, und unser Nachbar, der jetzt gerade immer mal mit uns ins Stadion geht, das ist auch ein junger Mann mit Mitte 50, der auch sein Leben lang andere Themen hatte, der hat auch, sein Vater ist relativ früh gestorben, der hat seine Mutter pflegt und ich weiß ja, wie das ist, wenn man
wenn man dann Eltern pflegt, dann kann man auch nicht in diese gehen oder sonst irgendwo hin. Man lernt schwierig Menschen kennen. Und ich habe Glück gehabt, dass ich vor 10 Jahren den Jürgen kennengelernt habe. Dieses Glück hat er nicht gehabt. Und das setzt ihm auch immer so ein bisschen zu. Und ah ja, dann kam er gestern Abend rüber und hat eigentlich nur noch unsere Stadionzeitung gebracht und saß dann irgendwie hier. Und ich habe auch Strickzeug gehabt und er sagte: Ach, meine Oma, na, meine Tante hat mir früher immer zu Weihnachten eine Perle Socke gestrickt. Ihr wisst ja, was ich meine. Dann habe ich gesagt: Weißt du was? Guck mal her, ich habe hier Sockenwolle, darfst du welche raussuchen und dann stricke ich dir eine Perlesocke. Ah, nein, hat er gesagt, das kann ich doch nicht. Und ja, dann habe ich halt geschwind welche angestrickt gestern Abend und habe wirklich gestern Abend geschwind den Socke gestrickt. Also das sind jetzt 4 Stunden Arbeit. Auch das ist ein Regia Perfect. Man fängt, also er ist Koch und viel auf die Füße. Der hat jetzt auch keine dicke Füße, aber mir war es wichtig und es war ihm auch wichtig, dass das Bündel elastisch ist. Das ist ja wieder dieses Tabular Cast On, wie auch immer das heißt. Und da habe ich das 1-1er Bündel gemacht. Dann stricke ich auch hier mit 3-1, also 3 rechts, 1 links, aber mit 18 Maschen. Und dann war das Problem, jetzt liegt die Banderole auf dem Sofa, aber das seht ihr jetzt keinen großen Unterschied. Das Problem ist, dass bei dieser Wolle jetzt nicht stand, wann wir die Ferse macht und welche Ferse vorgesehen ist. Hier ist eben diese Bumerangferse vorgesehen und die würde auch keine Käppchenferse reichen. Ja, die reicht auch wirklich nur eine Bumerangferse, dieses Dunkelbraun, das reicht gerade so. Und hier steht nichts. Da er immer feste Schuhe anhat, habe ich gedacht, ich mache eine verstärkte Käppchenferse und habe das dann wie beim Elephant Sock aus, so dieses halbrunde, kriege ich es hin, dieses halbrunde hier unten. Und jetzt musste ich so ein bisschen schielen, reicht es nicht, wie lang reicht es, oder muss ich die Ferse nochmal aufmachen? Es war vielleicht auch der Grund, warum ich einfach gestrickt habe, wie irre. Es kommt dann der breite Streifen hier nochmal. Und was ich gern mache, ist diesen Spickel dann glatt links. Sodass sich es einfach optisch abhebt. Das ist so ein kleiner, so auf die Ferne sieht man es nicht so, aber ist einfach so ein kleiner Gag. Genau, und jetzt habe ich heute mal diesen Bobbel ein bisschen montiert. Das ist jetzt das, was ich noch habe für den Fuß. Und wenn ich es jetzt mal geschwind auf dem, ich kann das mit dem Germanzahne vergleichen, weil es gibt 45er, das ist ja immer dann das Nächste, dann haben die Männer immer so riesige Füße. Also das gibt jetzt noch dieses Stück da raus, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen mit meinen Trios. Und es fängt bei ihm hier die Abnahme an. Und es fängt bei den blauen Socken fängt jetzt hier, was ungefähr hier die Abnahme an. Das ist jetzt nicht mehr weit vor. Und das ist jetzt noch die Wolle, die ich noch habe. Und dann kommt ja bei diesen Perfekt, wird es ja dann gelb. Das gelbe Stück schneidet man ab. Und dann reicht der restliche Bobbel, der reicht dann ja genau nochmal eine Socke. Und da bleibt auch nicht viel übrig. Also bei den Männern, die wirklich so große Viehs hin, da bleibt nicht viel übrig. Und es muss ja auch nicht. Also es ist ja gut, wenn man da doch viel auch verstricken kann. Genau. Heute Abend weiß ich jetzt nicht, ob er rüberkommt, weil er so verkältet ist. Aber heute Abend spielt ja der VfB in Wolfsburg. Und auch das hat mich sehr beeindruckt. Einfach auch, ja, Christian Gentner steht im Aufgebot. Sein Papa ist im Stadion verstorben. Diese Familie hat eine unglaublich lange Verbindung zum VfB und
die Zeit, die der Christian Gentner nicht beim VfB gespielt hat, hat er bei Wolfsburg gespielt, 3 Jahre. VfB spielt gegen Wolfsburg heute Abend. Der Trainer von Wolfsburg ist Bruno Labbadia, der den Christian Gentner beim VfB trainiert hat. Also das ist wirklich so ein... Manchmal denkt man sich, das Drehbuch hat ein anderer geschrieben. Also dass es einfach so gegen diese Mannschaft geht, wo auch nicht so eine intensive Verbindung da ist. Also letztes Jahr hat ja Christian Gentner diese schwere Gesichtsverletzung gehabt, als der Trainer von Wolfsburg rauskam im Knie voraus, wie das die Torwarte lernen, und ihm ja ins Gesicht geknallt ist. Auch das war gegen Wolfsburg. Das Drehbuch hat ein anderer geschrieben und er ja, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und ist gestern mit der Mannschaft dann nach Wolfsburg. Das, sowas macht mich wirklich sehr, rührt mich sehr an. Genau. Und das Spiel ist nachher und immer wenn der Andreas mit ins, also mein Nachbar mit ins Stadion geht, dann kündet der VfB, habe ich schon zu ihm gesagt, komm rüber, guck's mit an, weil du bist das neue Maskottchen, das neue Fritzle. Genau, und dann stricke ich den fertig. Und dann denke ich, er kommt am ersten Feiertag, machen wir zusammen Raclette. Und dann habe ich bis dahin dieses Paar Socken fertig. Und dann, ja, also Socken sind schon auch was, was Menschen sehr an früher erinnert oder was so ganz tief emotional berührt. Wir haben eine Zeit lang Hühner gehabt in unserem Garten und da sind viele Menschen stehen geblieben und haben von früher erzählt. Also so ganz emotional tief vom Herzen, so, da kommen Erfahrungen hoch und ganz positive Erinnerungen oft. Für mich ist das jetzt kein großer Eck, diese Socke zu stricken. Und also dieser Knäuel Wolle ist jetzt wirklich auch nichts Großes. Aber es wird zu was Großem. Und das ist so das, was mich bei der Handarbeit einfach oder sehr freut, dass man durch so Kleinigkeit in Anführungszeichen immer andere so große Freude machen kann. Ja, also dieser Socken. Dann saß letzte Woche eine Kollegin neben mir, die hatte eine Jacke an, die hat sie gekauft. Und das Muster heißt, glaube ich, Seemannsblasen. Das war eine Strickjacke, die hat mir sehr gefallen. Da habe ich sie nachher drauf angesprochen, dann sage ich, du, ich habe mir kurz das Muster abgeschrieben, weil das gefällt mir. Das. Da war sie ganz überrascht, ja, kannst du sowas stricken? Und sie ist sehr groß, also nicht sehr breit, aber eine sehr große, stattliche Frau. Da sagt sie, du, ich habe so einen schwarzen Mantel und ich hätte gern irgendwie so ein schwarzes, viereckiges Tuch oder sowas. Dann saßen wir da beim Essen und haben ein bisschen rumgestöbert im Handy. Ich habe dann schon wieder das im Blick gehabt und habe es ihr gezeigt. Und zwar habe ich ihr das hier gezeigt. Habe ich ihr dieses Jahr, ich weiß, es war im Mai, als wir in Borkum im Urlaub waren, da lief der Kugelkahl Starting Point von Jorge Locatelli, Locatelli, wie auch immer. Und das habe ich ihr gezeigt. Dann sagt sie, aber so bunt möchte ich es nicht und es muss kuschelweich sein. Gestern kam das Päckchen, wir haben dann direkt beim Essen sofort haben wir bestellt. Gestern kam das Päckchen. Das wird ihr Starting Point. Und zwar, das ist Trops Barbie Merino, Baby Merino Mix, Super Wash Tasted, Extra Fein Merino Wool, 100% Wolle. Garngruppe A. So kann man sehen. 175 Meter auf 50 Gramm. Und sie hat gesagt, sie möchte es nicht bunt, sie möchte es eher in grau-schwarz. Und einen Farbtupfer. Und das ist so ein, ja, es ist wie es ist. Also so wie es ist, bisschen, vielleicht ein Tick dunkler, wie ihr seht. Ich
weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Das ist, ich würde sagen, ist so ein Erika. Also das ist ihre Kombination. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das Kreuz wirklich in Schwarz mache oder ob ich das eher in einem Grau mache, dass es nicht so auffällt. Also die Farbeinteilung, das wollte ich eigentlich gestern machen und hätte dann gestern da angefangen und habe noch mit meinen Nerds diskutiert, ob das, weil ich ja dieses Jahr nichts Neues mehr anschlage, ob das was Neues angeschlagen ist, wenn man für jemand anders das strickt. Das war die Frage. Und dann hat der Nerd Conny mir geschrieben, ja, das ist sehr wohl was Neues angeschlagen. Es sei denn, es muss bis Weihnachten fertig sein. Conny! So, die habe ich ohne schlechtes Gewissen angeschlagen. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht fange ich es trotzdem an. Also ich glaube, ich mache nachher mal noch so die Einteilung von der Farbe, weil mich das einfach so ein bisschen juckt. Und dann stricke ich, ja, also den strickt man, fängt man hier an, man sieht es schlecht hier, und strickt es dann in diese Richtung, diese Ecke, und von der anderen Seite die Ecke, und dann strickt man diese zwei kleinen Ecken hier noch ein. Wenn man die Breite von dem Tuch erreicht hat, dann geht es immer in gleichbleibenden Reihen geradeaus. Dadurch, dass die Reihe nicht länger wird, weiß gar nicht, wie viele Maschen das sind, aber das ist, dadurch, dass die nicht länger werden, geht es wirklich zackig. Und das kleine Eck hier, also das ist wirklich auch ratzfatz gestrickt. Ich werde beide parallel stricken. Und dann glaube ich, sonst, ja, also nicht das Second-Sock-Syndrom kommt, aber wenn ich beide parallel stricke, ich glaube, das geht dann relativ ratzfatz. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, dass das innerhalb von einer Woche fertig ist. Ich sehe sie am 9. Januar wieder. Ja, das ist ein großes Ziel, aber es wäre schon irgendwie nett. Dann gibt es hier noch was anderes. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Das werde ich jetzt auch noch so. Ich muss gerade was runterräumen. So. Und zwar, kannst du mir mal bitte mein Regenbogentuch hier geben? Mal, ich gerade vom Einkaufen gekommen, wie geschickt, der wird gleich beschäftigt. Gib mir das mal rüber, bitte. Danke. Vorsicht, Katze. Wenn das leider in Flamme aufgeht. Und zwar habe ich dieses Regenbogentuch, das kennt ihr ja. Und eine liebe Freundin, der habe ich ja letztes Jahr dem Bobbel geschenkt zu Weihnachten. Mit einer Anleitung dazu. Und dann kam der Bobbel wieder zurück. Dätsch mir nicht durchhäkeln. Du kannst es doch viel besser. Dätsch mir das du nicht häkeln. Also gut, komm. Und ich habe halt das Problem, dass ich das eine Wort nicht in meinem Sprachgebrauch habe. Das Gegenteil von ja. Dadurch, dass es so ein zart rosa ist, das dann ins Grün geht, wirkt es natürlich einmal komplett anders. Das muss dann nachher noch gespannt werden. Also der Bogen, der jetzt hier so ist, der ist nachher auch weg, wenn ich das spanne. Das kann man richtig gut spannen. Hat dann zum einen Löcher, zum anderen hat es wieder Büschelmasche. Ja, das ist auch was. Das sind so Projekte für die Weihnachtszeit, wo ich einfach, wenn ich jetzt Zeit habe, mich hinsetzen kann. Das nehme ich auch mit, wenn ich mich irgendwie treffe mit irgendjemand, und dann ist das einfach so. Was ich nicht kann, ist im Auto häkeln. Dazu muss ich mich zu sehr, also beim Stricken gucke ich zum Fenster raus und stricke, beim Häkeln muss ich drauf gucken, und das ist fürs Auto nichts. Ja, genau. So, das war's bis dahin. Dann, wir möchtet ja miteinander am 5. Januar die Nonna anstricken. Es gibt jetzt durchaus auch schon einige, die mitstricken möchtet. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da ist es jetzt gerade so ein bisschen ruhig. Aber da schreibe ich euch jetzt auch, was zu tun ist. Also
Es wäre toll, wenn ihr noch in diesem Jahr bis 31. eure Maschenprobe macht. Das heißt, geht her, sucht euch, welches Material ihr braucht. Ursprünglich ist die aus Wollmeise Lace, 300 Gramm, 1500 Meter, genau. Das sind so die Eckdaten, die ihr braucht, also 1500 Meter. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Beate spart wieder und braucht weniger. Also so, das müsst ihr sehen, so, was ihr dann braucht, 15, 16, 1700 Meter, so in dem Dreh. Einige von uns nehmen die jetzt Farbverlaufsgarn vierfach. Man kann es auch machen mit Fingeringgarn. Unterschiedlich. Es ist eigentlich relativ wurscht, was ihr für ein Garn nehmt. Wichtig ist jetzt, ihr müsst eine Maschenprobe machen. Macht bitte die Maschenprobe und guckt, dass ihr die nicht zu knapp macht, sodass ihr gut 12 auf 12 cm habt. Das ist mal der erste Schritt. Macht diese Maschenprobe und zählt ab, wie viele Maschen auf 10 cm ihr habt. Wer jetzt von euch noch mitstricken möchte, meldet euch bei mir. Ich füge euch gern dieser WhatsApp-Gruppe zu. Die zwei Nerds und ich werden uns noch überlegen. Wir sind noch nicht ganz einig, ob wir einen Call draus machen, so ein Stop and Go. Die Erfahrung zeigt bei der Kunkelstube, dass der Stop and Go einfach weiterhilft. Der bremst ein. Diejenigen, die einfach immer so ratzfatz das fertig haben, der motiviert die, die einfach länger brauchen, das Ziel zu erreichen. Wir haben auch überlegt, ob wir dann vielleicht so eine Pufferwoche dazwischen machen, damit die, die einfach dann nachher mehr Masche auf den Nadel haben wie ich, auch noch Chance haben, hinterherzukommen. Weil es ist klar, wenn ich nachher irgendwie 200 Masche auf der Nadel habe, dann habe ich die 10 cm schneller gestrickt, wie wenn einer 300 Masche auf der Nadel hat. Und da werden wir gucken, dass wir da so einigermaßen ausgeglichen hinkommen. Dann müsstet eben die, die weniger Masche haben, die müssen noch ein paar Socken stricken nebenzu. Oder wie auch immer. Aber da setzen wir uns über Weihnachten zusammen. Genau, das haben wir vor. Ja, und sonst habe ich jetzt Überstunde frei. Am Donnerstag fahre ich nochmal kurz ins Geschäft. Die Woche werden wir unsere Kreativitäten ausleben. Es wird nächsten Sonntag nochmal ein richtig cooles Angebot geben. Da werde ich zum ersten Mal auch mein Garn mit was anderem verwickeln, was super toll rauskommt. Die erste Probe haben wir am Stricktreff schon in der Hand gehabt. Ich zeige es euch mal kurz. Es ist jetzt, also es gibt verschiedenste Farben, aber sieht dann so aus. Falls ihr das gerade gehört habt, der Rübser, das war mein Hund. Die Lilly hat gerade gefressen. Der Jürgen kriegt sich jetzt gerade schier nicht mehr vor Lachen, der hebt sich gerade am Bauch. Immer wenn die Lilly frisst und das Fress ist eingeweicht, dann rülpst sie hinterher ganz fett. Das war nicht ich und das war nicht der Jürgen, das war die Lilly. Okay. Also das ist so kurz so ein, was ich euch zeige. Lasst euch überraschen, da gibt es richtig tolle Sachen und die werdet alle fertig gewickelt sein, sodass, wenn ihr die bestellt, werden die sofort raus, sodass die dann dieses Jahr, denke ich, noch bei euch sind, wenn DHL mitspielt. Genau. Ansonsten ist die Woche nicht mehr viel. Also für mich ist jetzt auch noch ja, so die Vorbereitung voller Weihnachten. Ich möchte vielleicht noch backen. Samstag, letztes Heimspiel gegen Schalke. Soll ja wärmer werden. Es war jetzt am Samstag schon echt bitterkalt. Minusgrade gehabt, da haben wir schon gefroren. Ja, und ansonsten einfach gehen wir voll auf Weihnachten zu. Leere der Adventskalender. Voll. Die erste. Weihnachtstüte ist schon angekommen. Ich weiß, dass das ein Buch ist. Dessen Buch, das spürt man. Ich weiß, dass das Wolle ist, das spürt man auch. Ich weiß, dass das Tee ist, das sieht man. Dann ist da noch, ich aufgehe das mal gleich wieder zu, was spürst du beweglich? Ich weiß es nicht, was es ist. Und ich lasse es zu. Es bleibt zu bis Heiligabend. Genau.
von einem Weihnachtsengel und das ist ein ganz lieber Weihnachtsengel, weil der hat nicht nur mir was gebracht, sondern auch meinem lieben Mann. Das sieht auch aus wie ein Buch. Sieht nicht aus wie ein Buch. Genau, aber der lässt es aus. Lieben, lieben Dank, meine Liebe. Ja, und ansonsten warten wir, was das Christkind dann noch bringt, aber wir sehen uns am Sonntag nochmal. Genau. Also, wer noch bestellen will für die Nonna, bestellt fleißig. Wer es bei mir bestellt, ich lege euch noch kleine Böppele rein. Ich habe so Reste manchmal, sodass ihr die Mascheprobe vom Böppele machen könnt und nicht vom Originalgarn machen müsst. Genau, ansonsten wünsche ich alles Gute. Und ich wünsche einfach den Familien Kraft, die jetzt in den letzten Wochen, so kurz vor Weihnachten, ja, noch einen Angehörigen verloren haben. Lauren, sein Opa, mein Onkel, ist letztes Jahr am Heiligabend gestorben. Auch das ist eine besondere Situation, auch für die Familie, auch in diesem Jahr. Und dadurch, dass das einfach auch so nah bei uns ist, können wir so ein bisschen nachvollziehen und wissen, was das dann auch heißt. Oder können so ein bisschen nachempfinden. Ich wünsche euch alles Gute, genießt diese letzte Adventswoche. Da ja heute Sonntag der dritte Advent ist, haben wir ja noch 7 Tage bis zum 4. Advent. Genießt die Zeit, verfallt nicht in Stress. Geht noch auf den Weihnachtsmarkt, wenn es euch gut tut, und wenn nicht, setzt euch daheim vor 3 Kerzen, so wie ich. Tschüss.